Hallo zusammen, ich zeige euch, wie man Kaffee im Wald über dem Feuer braut. Zuerst habe ich mir hier einen schönen Platz ausgesucht, eigentlich perfekt, um das Feuer anzumachen. Ich tue das Feuer nämlich nicht mit einem Feuerzeug entfachen, sondern mit Funken. Und dafür eignet sich Birkenrind am besten. Jetzt haben wir also hier das Büschel voller Birkenrinde. Die enthalten sehr viel ätherisches Öl und darum brennt das eben sehr gut und lässt sich sehr gut als Anführung benutzen. Jetzt sammle ich Holz für das Feuer. Hier sehen wir jetzt die Sortierung und die Aufschichtung der einzelnen Holzsorten. Hier haben wir das ganz, ganz dünne Anführholz, ganz, ganz klein. Hier könnt ihr vergleichen mit meinem Finger. Und dann wird es eigentlich immer dicker. Und da hinten kommt dann das Holz, das dann später gut brennen soll und dann auch Glut liefern für das Feuer da. Hier ist die Stelle. Und jetzt heizen wir das Feuer an. Während das Feuer abbrennt, mahle ich unterdessen Kaffeebohnen. Malen. Es ist brasilianischer Arabica-Kaffee von Coop Fine Food.
Schöne ist jetzt eben, dass während ich das da auf dem Teil mit dem Stein zermale, hat schon schöne Abdrücke, dann kommt da eben schön noch ein bisschen Moos rein. Und damit kommt der perfekte Waldgeschmack in die gemahlenen Bohnen rein. Unterdessen leeren wir jetzt das Wasser ins Becken rein, dass wir das zum Kochen bringen können. Jetzt nehme ich das Ding, nehme ich das Teil, wo man kann das greifen kann. Damit tue ich jetzt das ganz nah an die heiße Kohle an. Ich tue es mal hier in die Nähe und dann kann das hier vor sich her brutzeln. Jetzt, wo das Wasser schon ein bisschen Geschmack hat vom Feuer, tun wir den Deckel drauf und tun es dann schon ein bisschen näher ins Feuer. Und mit dem Deckel tut es umso mehr Hitze speichern. Es ist unglaublich heiß an dem Feuer hier. Darum tun wir das hier, hier rein. Das ist perfekt. Und den Deckel drauf. So, da haben wir jetzt schon ein ganzes Häufchen Kaffeebohnen drin eigentlich. Sind so mittelmäßig gemahlen. Aber ihr seht, es hat ein bisschen Moosstückchen drin, es hat ein bisschen Baumstückchen drin, es hat ein bisschen Waldboden, Humus drin. Genau so soll es sein, um den richtigen Waldgeschmack zu kriegen. Jetzt tue ich noch den Rest der Bohnen mit dem Geschmack Yellow Bourbon. Tue ich jetzt hier ein Stückchen anschnitzen und dann die hier drinnen vermahlen. Mittlerweile, wie ihr seht, habe ich den Topf schon recht weit in die Glut drin. Da drin ist es so heiss, dass das jetzt dann gleich anfängt zu kochen. Das Stückchen hier habe ich jetzt angespitzt, dass es schon einigermaßen hygienisch ist. Also bis eigentlich da, wo man eigentlich den guten Abstand sieht. Jetzt tue ich es, um noch ein bisschen sterilisieren, noch schnell in die Glut heben, damit es noch ganz steril wird. Schnell ein bisschen umdrehen, zum Bakterien abtöten. Und dann ist das eigentlich gut so. Jetzt habe ich noch einen grösseren Stock schnell angespitzt und noch im Feuer etwas angeführt. Jetzt ist der schön warm. Jetzt machen wir hier ein bisschen Holz. Jetzt hat es etwa eine 2-3 cm grosse Schicht von Kaffee. Ich würde sagen, schmeckt sehr aromatisch und gleichzeitig auch nach Wald. Jetzt, wo das schön vor sich hinköchelt, das Wasser, und einen wunderbaren Waldgeschmack bekommt, habe ich jetzt den Filter da. Und jetzt tun wir das hier rein markieren. So, perfekt. Und das Wasser ist parat eigentlich, dass man es rausnehmen kann. Ich tue mich jetzt konzentrieren aufs Filtern und das Wasser rausnehmen. Das mache ich gerade alles in einem. Darum melde ich mich jetzt ab. Seht ihr, das dampft so schön, das Wasser. Hat eigentlich eine gute Farbe, hat zwar noch ein bisschen Stückchen drin, aber das sollte eigentlich nichts ausmachen. So. Der kommt auch raus, der Deckel. Und perfekt. Jetzt haben wir hier die Tasse. Et voilà, le café. Warmes Wasser. Und drei. Oh. Und das ist die Hose.
zwar so. Und fertig ist das Ding. Da drin hat es jetzt fast nur noch Bohnen, also fast nur noch die fertigen Bohnen, die übrig geblieben sind beim Hacken. Und noch ein bisschen Wasser. Aber das macht eigentlich nicht viel aus, weil da haben wir den fast perfekten Kaffee auf dem Holzfeuer brennt. So, jetzt haben wir da drin, schön dampfend, den perfekten Kaffee. Ich habe noch die letzten Stückchen rausgenommen. Da ist dann noch der Rest, den man natürlich benutzen kann. Wow, das sind die schönen Yellow-Ding schön am Dampfen. So. Und so kann man den eigentlich fix fertig probieren. Perfekt. Unglaublich. Unglaublich vom Geschmack her. Nicht allzu stark. Schön waldig. Schön Arabica. Ah, der. Aber perfekt für den Morgen im Wald. Das ist der Kaffee. Da könnt ihr euch eigentlich überzeugen von der Konsistenz. Das ist unglaublich. Also normal, eigentlich wie ein anderer normaler schwarzer Kaffee. In der Stärke jetzt eben recht mild und wirklich schön angebräunt. Und wie gesagt, ich habe noch alle Stückchen entfernt. Also eigentlich perfekt. Er ist wirklich perfekt rausgekommen. Kann man den Kaffee auch noch verfeinern. Das heisst zum Beispiel eben mit Milch, wie ich es als Schweizer Käse gern habe. Und da haben wir Schaf aus dem Entlebuch. Schaf, Milch und zwar erst noch Bio. Mal schauen. Wie die sich macht. Jetzt seht ihr, wie sich das unglaublich schön mischt. Unglaublich. Umrühren. Das heisst, das Stückchen ist sehr steril. Und das gibt jetzt sozusagen einen kleinen Cappuccino. Das ist die Verfeinerung. Unglaublich. Was so Schafmilch noch mit einem Kaffee machen kann. Ah, die Leute. So unglaublich. So unglaublich. Vor allem, ich schlürfe natürlich sehr schön, wie ihr schon gemerkt habt. Vor allem, weil die Geissmilch, es schmeckt noch ein bisschen nach Geiss. Man kann sich genau vorstellen, wie sie auf der Weide gewesen sind. Es ist im Vergleich zu Kuhmilch, ist es recht, eben, schmeckt es noch, als ob man gerade auf der Weide ist. Also man fühlt sich sehr verbunden mit der Natur in dem Gesamtpaket da, das ich noch habe. Wow. Unglaublich.